6.15 Uhr. Start. Im kleinen Dorf. Es wird langsam heller. Dass der Nebel sich auch langsam legt. Leichter Nebel war heute früh. Das ist schöne frische Kälte heute. Schöne Herbstkälte. Meine Nase tropft. Jetzt geht es hier ein bisschen durch den Wald. Und ich muss sagen, beste Wetterbedingungen für diese Tour. Ob ich sie bis zum Ende durchstehe, bis zum Zielort, werden wir sehen. Brücke Warburg, das Tor zu Stendal. Die Sonne lacht. Es ist noch nicht mal die Hälfte vollbracht. Um 8 Bahnhof Stendal. Hier auf der Brücke. Hier sieht man nochmal die letzten Reste von Stendal, bevor ich jetzt weiterfahre. Richtung Terramünde. Ich fahre das Stendal. Ich habe mir nochmal Handschuhe angezogen. Wieder angezogen. Ich dachte erst, es ist schon warm genug, aber es ist noch ein bisschen kalt. Hans ist da. Ah, schöne Sonne heute. Gegensonne. Die Elbbrücke, Terramünde. Das heißt, ich verlasse jetzt die Altmark und es geht gleich weiter ins Jerichower Land. Elbwiesen, Elbbrücke. Und hier sehen wir nochmal Terramünde. Entlang des Elbe-Radweges. Jetzt erstmal bis Jericho. Auch schon vor uns. In Reichweite. Jericho. So langsam wird es auch für Jericho auch warm. Die morgendliche frische Luft, frische Brise verzieht sich langsam. Kann ich langsam meinen Winterpelz wieder ausziehen. Die Jacke ein bisschen verstauen hier. Am Knotenpunkt 60. Gentin 8,9 Kilometer. So, die 60 haben wir hier. Hier, Redekin. So, vor Gentin die 35 gucken. Richtung 96, Rostov runter. 10:42, 60 Kilometer. Team. Die Sonne scheint, herrliches Wetter, kein Wind, auch wunderbar. Brettin, eine Runde durch Brettin. Brettin gehört zur Stadt Jericho. Rostorf. Uhr. Kurze Pause an der Kreisgrenze Jerichower Land. Potsdam Mittelmark. Und dann geht's weiter. Nach 13 Kilometern Gentin. Ersten Ort im Landkreis Potsdam Mittelmark. Erreicht, Neubensdorf. Die Sonne lacht. Einfach mal durch die Baustelle. So, kleinen gemütlichen
Radweg hier. Plaue, Stadt Brandenburg. Motivation. Und es gibt auch kein Zurück mehr. Es gibt nur ein Abbrechen oder ein Weiter. So. 11 Kilometer bis nach Brandenburg an der Havel. Die Ruhe genießen in Plaue. Scheint ein ruhiges Fleckchen Erde zu sein. Aber gut. 12.30 Uhr. Wir essen alle noch Mittag. Oder sind arbeiten. Haben Mittagsruhe. Denn also schön leise jetzt. Ich will ja nicht die blaue Mittagsruhe stören. Jetzt schon Richtung Brandenburg an der Havel. So. Hier geht es schon mal nicht weiter. Radweg Nikolaiplatz. Na gut. Uhr Brandenburg Hauptbahnhof. Brandenburg Wust. Jeserik, Gemeinde Großkreuz, Landkreis Potsdam-Mittelmark. Ich näher mich Werder. 107 Kilometer. Dann haben wir es ja nicht mehr ganz so weit. So. Jeserik, Ortsmitte. Oh, 14.50 Uhr, Großkreuz. Man spürt so langsam nach 100 Kilometern auf dem Tacho. Dass der Körper sich nach dem Ziel sehnt. 15 Uhr, kurz nach 100 Kilometer, Großkreuz erreicht. Großkreuz, 30 Kilometer noch bis Potsdam, oder 23 Kilometer sogar noch. Werder, 12 Kilometer. 15 Uhr, Großkreuz. Knapp über 100 Kilometer. Großkreuz heißt, das heißt kurz, nur noch so 30 Kilometer bis Potsdam und dann kommt der letzte Sprint. Man merkt schon, der Körper schwächelt schon ganz leicht. Immer an der B1 entlang, aber aus Richtung Werder. Stadt Werder. Hier lasse ich gerade Werder zurück. Havelseen. Der Havelseen in der Nähe vom Campingplatz, vom Campingplatz Riegelspitze. Da hinten müsste dann der Campingplatz Riegelspitze liegen.
Gemeinde Spielosee. Oh, ein Eiskaffee. Hab ich Kaffee oder? Oder sind wir noch nicht? Landeshauptstadt Potsdam. Jetzt haben wir es 16:30. Und 16:30, 132 Kilometer zurückgelegt. Blick. Es wird spannend. Hier waren in Deutschland geteilt. Und das hier ist dann die Westseite in Berlin. Über Großklinike habe ich dann Berlin erreicht. 17.45 Uhr nach 150 Kilometern. Berlin. Ab geht's über Charlottenburg. Das ist ein Abseits der Straße. Hier fahre ich also entlang des Berliner Mauerwegs. Das hier müsste Berlin-Spandau sein. Charlottenburg-Wilmersdorf. West End. So, 5 Kilometer noch bis Mitte. Thank you.
einfach. Ja. Nur 19:15 Uhr. Berlin. Mitte. 170 Kilometer. Ja.